Mit dem Really Generation X präsentiert uns die Firma einen Nitro für, ja, Einsteiger bis Fortgeschrittene, denn das Ding liegt bei 200 Euro und ist sozusagen ein Upgrade zum RexX oder AirTag. Wir haben hier den altbekannten Force Motor verbaut, allerdings ist der Wagen hier wasserdicht, also wir haben wasserdichte Servos, wasserdichte, sehr geräumige, großzügige Empfängerbox, also da kriegt man locker ein Failsafe und sowas mit unter. Wir haben einen Schnellverschluss am Tank, der Kraftstoffschlauch ist hier mit kleinen Haltern ordentlich verlegt und das Ganze sieht für 200 Euro schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich persönlich würde es eben als kleines Upgrade zum nicht wasserdichten RexX ansehen. Allerdings ist der Wagen nur Zweirad angetrieben. Trotzdem ein sehr schönes Modell und ich finde, für 200 Euro kann man da nicht meckern für einen wasserdichten Nitro.